Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, heute ist Kakerlaken-Party-Tag. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Zusammenfassung aus der vergangenen Woche, nur eben ohne mein Blabla dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Hallo, guten Tag. Mit welcher Kreatur spreche ich denn bitte? Hallo? Also wenn Sie Viech Ihr Gesicht nicht aufbekommen, dann kann ich nicht antworten. Dann ist das so. Dann lege ich das Telefon einfach an die Seite und dann hat sich das Gespräch für mich erledigt. Oh, da kann ich mit Ihrer Bratwurst sprechen? Wen möchten Sie sprechen? Mein Name ist Anna Striebs, ich rufe Sie von der Handelsplattform. Und wen möchten Sie sprechen? Wen möchten Sie denn sprechen? Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige. Und wen möchten Sie sprechen? Hören Sie mich gut oder nicht? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Wen möchten Sie sprechen? Ich habe Sie geantwortet. Ich möchte mit der Bratwurst sprechen. Mit wem? Ich verstehe das nicht. Sie sind so. Mit wem? Ich verstehe Sie auch nicht. Mit wem möchten Sie sprechen? Der Bratwurst. Bratwurst? Bratwurst, ja, genau. Ja. Sag mal Brat. Ja. Ja. Gut, schon. Schönen Abend noch. Wie kann ich... Hallo. Ja. Schönen guten Abend. Spreche ich mit Herrn Toffel? Ja, Herr Karl Toffel. Hallo. Ja. Mein Name ist Manuel Buschic von der Firma TochPP. Aha. Und ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet für Online-Handel für das Bitcoin-System. Ja. Richtig? Ja. Okay, und Herr Toffel, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie sowas schon gemacht? Ja, ich habe mich schon mal angemeldet. Ja, und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, habe mich schon mal angemeldet. Haben Sie sowas schon gemacht? Was? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, habe schon mehrere Anmeldungen gemacht, ja. Also im Bereich Anmelden bin ich Profi. Da keiner dran. Hallo. Ja. Ja, da ist jemand dran. Ich grüße Sie. Jan Keller ist mein Name. Sie haben sich heute auf eine Werbung für den Finanzmarkt registriert. Nee. Ich wollte Ihnen eigentlich helfen. Ich habe mich nirgendwo registriert. Vielleicht auf eine Werbung für Kryptowährungen oder... Ich war heute gar nicht am Computer. Ah, Sie waren überhaupt am Computer. Okay. Tut mir leid, dann Versicherung. Aha. Und nun? Fragen Sie vielleicht noch Fragen? Nee. Was denn für Fragen? Nun, gar nichts. Weil wir Sie überhaupt kein Interesse haben und keinen Bedarf dafür, können wir das Gespräch natürlich beenden. Ja, sieht so aus. Darf ich Sie fragen, haben Sie sich vielleicht für irgendetwas im Internet eigentlich angemeldet? Weil, ja, wie gesagt, ich war halt noch gar nicht am Computer. Gestern vielleicht? Und okay. Eigentlich diese Tage? Gestern kann sein, ja. Kann sein. Weil es ist mir eigentlich komisch, dass ich hier Ihren Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse habe. Ja, ist komisch, ganz genau. Das klingt auf jeden Fall nicht seriös. Genau. Was machen Sie beruflich? Streamen Sie so jeden Tag oder? Was für ein Ding? Was machen Sie so beruflich? Ja, was geben Sie das an? Sind Sie YouTuber? Haben Sie einen normalen festen Job? Was machen Sie? Ja, was geht denn Sie das an? Eigentlich gar nichts. Also ich wollte mir spontan mit Ihnen reden. Also ich möchte Ihnen gerne weiterhelfen. Ja, wobei denn? Bei der Anmeldung. Was denn für eine Anmeldung? Sie sollten das halt verstehen. Oder sollte ich das buchstabieren? Vielleicht verstehen Sie das besser. Anmeldung? Ja, was denn für eine Anmeldung? Anton, Norbert. Ich frage mich auch, was für eine Anmeldung. Ja, dann müssen Sie doch wissen. Sie rufen mich Sie doch an. Sie sollten mir das sagen. Sie haben Ihre Telefonnummer. Ja, aber Sie haben Ihre Telefonnummer, ich kann das überhaupt gar nicht wissen. Sie haben sich auf eine Werbung... Ja, müssen Sie aber... ...etwas im Internet angemeldet wird. Ja, nach welchem Datenschutzgesetz müssen Sie mir jetzt aber sagen, woher Sie die Daten haben. Dann erzählen Sie mal. Das wollte ich auch wissen. Also ich bin ja normal... Nee, das müssen Sie nicht wissen, das müssen Sie vorher wissen, wenn Sie jemanden anrufen. Sie haben sich aber gut für dieses Gespräch vorbereitet, kann ich Ihnen sagen. Was denn für ein Gespräch? Sie rufen mich ja einfach an, das ist ja kein Gespräch, das ist dummes Gesabber. Dummes gesagt. Okay.
dann können wir es natürlich auch beenden. Ja. Dass wir nicht besabbert werden. Danke, schönen Tag noch an Sie. Ja, Ihnen nicht. Okay, Meldung und Ordnung. Hallo, einen schönen Tag. Der Benny am Apparat. Grüße, hallo. Ja, wie heißen Sie? Ben Hoffmann heiße ich. Ben Hoffmann. Mhm. Und ich wollte eigentlich zu Susanne Schnieders führen. Ja. Und mit dem Namen Ben Hoffmann können Sie kommen, wird Deutsch. Bitte? Und mit dem Namen Ben Hoffmann können Sie kommen, wird Deutsch, oder wie? Ich hab Sie da was gefragt, oder nicht? Hab ich Sie was gefragt? Ja, worauf gehen Sie jetzt gerade ein? Spreche ich nicht flüssig genug für Sie Deutsch, mein Lieber? Ja. Was Sie? Hä? Ja. Was ist dein Problem? Ja, genau das. Jo, was jo? Was jo? Guck mal, Sie benehmen... In Deutschland zur Schule gegangen. Wahrscheinlich bist du noch nicht zur Schule gegangen. Na, immerhin habe ich mehr Bildung genossen als Sie. Ja, komm, geh mal in deine AfD, du Trottel. Ja, das kann ich auch mal machen. Hast du gewählt schon, ne? Es tut mir leid, Bildung kann man sich halt nicht ausdenken, ne? Und bei dir fehlt die halt komplett gänzlich, aber das kann man ja leider auch nicht ändern. Ich meine, so Leute wie du tun mir ja eigentlich leid, dass sie da so einen illegalen Job in so einem kranken Callcenter machen. Illegale. Und die Leute bescheißen wollen. Illegal, wenn dann. Illegale. Ja. Red mal Hochdeutsch mit mir. Du ja. Vogel. Red Hochdeutsch. Mhm. Hochdeutsch. Ja, okay. Ja. Das ist ein Ossi-Scheiß. Das tut mir sehr leid, dass sie so ungebildet sind. Tut dir leid. Wie soll man dich denn ernst nehmen im Leben? Ja. Tut dir leid. Bitte leid, komm, sei mal ein bisschen sauer, komm hier raus, hört euch so geil an, wenn ihr sauer seid. Na, also, das sieht man ja, wie deine Intelligenz gerade flöht. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Trevor Oczmonek? Ja. Alles klar, ja, es geht darum, dass Sie sich bei uns angemeldet haben, bei Bitcoin System. Also. Verstehen Sie? Wie bitte? Ja, nee. Sie haben sich bei Bitcoin System angemeldet. Warum? Haben Sie Erfahrungen eigentlich? Womit? Mit Bitcoin-Handel. Nee. Und du? Ich bin dafür zuständig, Ihnen zu helfen. Warum? Was heißt warum? Sie sind angemeldet bei uns und deswegen. Okay, und warum rufen Sie da an? Was heißt, warum rufe ich an? Ich helfe Ihnen dabei, dass Sie das Konto aktivieren. Wobei denn genau? Bei MCI Wealth Management. Schauen Sie in Ihrem E-Mail bitte. Wir haben Ihnen einen Willkommens-E-Mail gesendet. Aber die Frage war anders gemeint. Die Frage war, wobei Sie genau helfen wollen. Also Herr Oczmonek, das Geld können Sie direkt auf der Seite nicht einzahlen. Sie bekommen das Formular von uns per E-Mail. Warum? Und außerdem in der Zukunft, was heißt warum? Warum? Warum wieso ist fragen eine Frage? Sie? Ja, das verstehe ich. Und deswegen habe ich Sie angerufen, diese Fragen zu beantworten. Aber machen Sie ja nicht. Sie stellen ja immer eine Gegenfrage, wenn ich eine Frage stelle. Ich sagte also, direkt auf der Webseite können Sie selber nicht einzahlen. Diese Option haben wir geschlossen. Warum? Weil das so geregelt ist. Und warum? Möchten Sie anfangen, mit Bitcoin zu handeln? Sind Sie sicher? Ich dachte, Sie haben angerufen, um Fragen zu beantworten. Aber wie gesagt, Sie kommen ja immer nur mit Gegenfragen und beantworten die Fragen ja nicht. Wenn Sie anfangen möchten, dann helfe ich Ihnen dabei, dass Sie das Konto aktivieren. Ja, aber ich hab Ihnen eine Frage gestellt. Welche Frage bitte? Warum Sie das mit dem Geld einfallen nicht gesperrt haben? Das habe ich nicht geregelt. Das hat die Finanzabteilung so geregelt, Herr Oczmonek. Warum? Kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir sehr leid. Okay, dann warte ich, bis Sie die Frage in Erfahrung gebracht haben. Also Sie sind einfach unseriös. Also wenn Sie wirklich anfangen wollen, das ist in Ordnung. Und nee, ich glaube, Sie sind unseriös, weil Sie beantworten keine Fragen und schummeln sich immer raus. Herr Oczmonek, hören Sie bitte zu. Wenn wir direkt auf der Seite diese Option geschlossen haben, dann gibt es bestimmte Gründe dafür. Und das die ist Gründe möchte ich erfahren. Also, ich kann das nicht mitteilen, tut mir sehr leid. Dann fragen Sie denjenigen, der das mitteilen kann. Ich warte so lange in der Leitung. Was hat das mit Ihnen zu tun? Verstehe ich nicht. Sie bekommen Bankdaten und wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das unseriös klingt, was Sie sagen.
Das ist nicht unser Rat, Herr Otschmanek. Es gibt heute tausende Möglichkeiten. Ich glaube, Sie sind eine Betrügerin. Das können Sie sagen, aber das können Sie nicht beweisen. Doch. Nein, können Doch. Sie natürlich nicht. Natürlich Wieso kann ich das beweisen. Wieso kommen Sie auf solchen Gedanken als erstes? Weil Sie so unseriöses Zeug labern. Was habe ich? Unseriöses Zeug gelabert. Ich mit Trevor Otmanek, richtig? Josem Abrat. Schön. Mein Name ist Victoria Busch, ich rufe Sie an von der Online-Trading-Plattform. Was für ein Busch? Victoria Busch ist mein Name. Ach so, Victoria Busch. Genau. Also der Vicky. Victoria. Ja, hey Vicky. Wir haben... Hallo. Sie haben Interesse an Bitcoin, richtig? Ja. An die Dalas, da, die goldenen, mit der komischen Zeichen drauf. Welche komischen Zeichen meinen Sie? Na, die Dalas, die da drauf sind, drauf, die Bitcoin. Da Bitcoin doch... oder Kryptowährungen, meinen Sie? Ja, ja, Bitcoin, da sind ja so Zeichen drauf auf den Dalas. Was, auf alle Kryptowährungen sind Zeichen drauf? Ja. Welche Zeichen meinen Sie? Na, die komischen Zeichen da bei Bitcoin. Die sind ja so aufgemalt. Kennen Sie sich aus mit Kryptowährungen? Nee. Sind Sie? Kennen Sie sich aus mit Kryptowährungen? Natürlich. Ah, okay. Woher denn? Also sind Sie zum ersten Mal hier, ja? Ja. Haben Sie schon mal investiert? Ja. Woher kennen Sie sich denn aus mit Kryptowährungen? Was denn? Ich verstehe nicht, warum Sie die Frage nochmal stellen. Wieso? Ich habe doch dieses erste Mal gestellt. Ich habe gefragt, wieso Sie sich mit Kryptowährungen auskennen. Wieso? Ja. Sie haben Interesse? Vielleicht haben Sie schon mal getradet. Nee. Haben Sie nicht. Aber Sie haben Interesse? Ja. Okay. Und an welche Kryptowährung hätten Sie noch Interesse außer Bitcoin? Nur an den Bitcoin-Dollar. Nur an Bitcoin. Ja. Okay, sehr gut. Und mit wie viel möchten Sie beginnen? No, das weiß ich noch nicht. Woher kennen Sie sich nur aus mit dem Bitcoin? Die Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Woher? Ja. Woher? Ja. Ja, also woher auch studiert, ja. Ich habe es studiert. Ach, Sie haben den Bitcoin studiert. Schau, das kann man doch. Können Sie doch selber auch machen. Okay, an welcher Universität haben Sie den Bitcoin studiert? An welcher? Ja. An die in Frankfurt. Kennen Sie wahrscheinlich nicht. Und welche? Die kennen Sie bestimmt nicht. Na, sagen Sie doch mal. Wie heißen Sie richtig? Na, das steht doch im Computer. Also ja, ist ein ausgedachter Name, also Ihren richtigen Namen. Können Sie den mitteilen? Nee, das ist kein ausgedachter Name. Ach, kommen Sie. Ach, Mundeck ist doch nicht unser normaler Name. Okay, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Was haben Sie denn jetzt für ein Problem? Ich werde Sie später kontaktieren. Ich werde mal nachschauen, wer Sie überhaupt sind. Ach, Sie sind ja eine Lügnerin. Sie können ja nicht nachschauen, wer ich überhaupt bin. Kann ich natürlich. Warum denn nicht? Jawohl, können Sie denn nachgucken? Wo machen Sie das? Auf jeden Fall werde ich nachschauen. Jawohl denn? Das werde ich Ihnen dann ab später mitteilen, wenn ich Sie nochmals kontaktiere. Mal gucken, sind Sie eine Lügensau? Auf Wiederhören. Sie sind so eine Lügnerin, Sie betrügen Schwein. Ah, hallo? Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Emily Anton. Spreche ich gerade mit der Loris Knusprig, ja? Nee, Knusprig. Knusprig, okay, weil Sie haben, glaube ich, Knusprig. Der Anmeldung... Ah, so ist es richtig, also Knusprig. Ach, ja, das ist ein Doppelname. Wir haben geheiratet und meine Rosi hieß Knusprig und ich hieß auch Knusprig und deswegen heißen wir jetzt Knusprig, weil jeder wollte seinen Namen behalten. Oh mein Gott, das ist wirklich sehr interessant. Das habe ich noch nie gehört, zu sein ähnlich. Oh mein Gott. Ja, ist klar. Also unter dem Vornamen hier steht Lorioris. Ja. Oh mein Gott, das ist wirklich wunderbar. Okay, mein Name ist Emil Anton, weil da habe ich ein bisschen Zeit genommen, ne? Ich melde mich von der Unternehmer ClearPoint. Ich grüße Sie jetzt mal. Und ich jetzt
Sie gleich jetzt den Grund von meines Anrufs. Also ich melde mich wegen Finanzmarkt, da wo Sie auch Erfahrungen haben. Die letzte Zeit haben Sie auch Interesse gezeigt, auf den Finanzmarkt da zu sein, ne? Ja, ich hab mal gedacht, ja. Okay, also jetzt momentan, Sie sprechen mit ClearPoint, ein lizenziertes Gesellschaft seit 11 Jahren, wo unsere Aufgabe ist, in einer Seite alle die Leute da erstmal zu informieren über das ganze Sache und die andere Seite verstellen wir Ihnen auch unsere Dienstleistungen, mit welchem Unternehmer ganz genau Sie zu tun haben. Und darf ich jetzt mal fragen, Erfahrungen auf diesem Bereich, glaube ich, haben Sie nicht? Ja, die Quadratwurzel aus 16 ist 5,9. Das habe ich leider nicht verstanden, bitte. Ja, ich auch nicht. Entschuldigung? Angenommen. Was meinen Sie bitte ganz genau? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sprechen Sie bitte mit mir gerade. Ja, ich spreche mit Ihnen, danke. Aber was meinen Sie bitte ganz genau? Weil Sie sagen etwas ganz anderes gerade. Na, ich meine das, was ich gesagt habe, danke. Hallo? Ja. Und danke, Ochmanek. Ja. Grüßen Sie. Mein Name ist Peter Keller, ich rufe Sie von der Firma Erfolgreiche Fix an. Herr Ochmonek, Sie haben sich vor kurzem bei uns auf der Plattform registriert und haben Interesse bekundet am automatischen Handel im Bitcoin und im Forex-Bereich. Aha. Wann? Bitte? Wann? Vor kurzem, heute im Verlauf vom Tage. Warte. Haben Sie das nicht gemacht? Also Sie nicht, haben sich nicht über bitinfo.de bei uns registriert. Bitcoin-Info. Keine Ahnung. Ich bin da, um Sie zu unterstützen bei der Kontoeröffnung. Haben Sie Fragen? Sind Unklarheiten? Kann ich Ihnen da irgendwie weiterhelfen? Wie sieht das aus? Keine Ahnung. Haben Sie schon ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich schon sammeln können? Nee. Ist das was ganz Neues für Sie? Ja. Okay. Mal das Wichtigste für Sie vorab. Bei uns müssen Sie ja nicht selber handeln. Okay. Das macht alles der Roboter in Ihrem Namen. Sie werden aber von uns nicht alleine gelassen, trotz allem. Sie werden auch einen Kundenbetreuer von uns zur Seite gestellt bekommen. Das ist ein Herr mit langjähriger Erfahrung an der Börse. Der wird Sie die ganze Zeit begleiten, solange Sie das Konto bei uns haben. Nach Kontoeröffnung vereinbaren wir einen telefonischen Termin mit Ihrem Kundenbetreuer. Werden Sie ein kurzes Gespräch mit ihm führen. In diesem Gespräch wird er Ihnen die Kontoseite erklären. Er wird Ihnen aufzeigen, wo Sie noch die Trades abgeschlossen wurden, was für Renditen erzielt werden. Und natürlich auch allfällige Fragen ihrerseits beantworten. Anschließend aktiviert er den Roboter und dann geht's los. Okay. Das wäre kurz der Ablauf. Hallo. Wie würden Sie gerne das Konto eröffnen? Mit Online-Banking, Sofortüberweisung? Chantal. Bitte? Ja, hallo? Ja, hören Sie mich? Ja. Wie würden Sie gerne das Konto eröffnen? Mit Online-Banking, Sofortüberweisung, Kreditkarte, Visa, Mastercard? Muss man sich da gleich entscheiden? Okay, nein, müssen Sie nicht. Ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail zu, Herr Ochmonek, dort sind meine Kontaktdaten drauf. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, nochmals Ihre Login-Daten, eine Offerte für Neukunden und auch die Bankverbindung. Da haben Sie die Möglichkeit, das Konto mit Online-Banking zu eröffnen, okay? Ich würde Sie dann nur bitten, mir Bescheid zu geben, wie Sie sich dann entschieden haben, okay? Wie denn? Können Sie mir kurz eine Mail schreiben, ich werde das Konto dann und dann eröffnen, oder ich habe kein Interesse, geben Sie mir einfach Bescheid, okay? Wie denn? Per E-Mail, ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail zu. Warum? Dort sind meine Telefonnummer drauf, meine Kontaktdaten, alles drauf. Warum? Okay, gut, ich schicke Ihnen alles zu, damit Sie das haben. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, tschüss, Betrüger. Abzocker. Ja? Hallo, Trevor. Wer ist denn da dran? Guten Tag, ich heiße Jack. Und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin System. Wie geht es Ihnen heute? Wollen Sie mir noch erstmal sagen, wie Ihre Firma heißt? Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, Deskauprofi. Wollen Sie mir nicht erstmal sagen, wie Ihre Firma heißt? Ja? Schön, dass Sie zu erreichen, Herr Lipp. Ja? Guten Tag, ich bin Elena Liva. Und ich melde mich gerade wegen Bitcoin. Sie haben eine Anmeldung gemacht wegen Bitcoin, richtig? Wo denn? Wegen Bitcoin. Wo denn? Im Internet. So, Sie haben eine Werbung gesehen? Bei einer Werbung. Können Sie es mal ein bisschen genauer definieren? Geht das?
Sind Sie Lili Lips? Ja. Guten Tag, Sie Guten haben, Tag. Herr Lips, Sie haben eine Anmeldung jetzt bei die Bitcoin-System gemacht. Nee. So, Sie haben das um 18 Uhr gemacht. Nee. Nee? Nee. Okay, aber hier steht, hier ist bei mir angekommen, dass Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ja, genau. Okay, und darf ich erfahren, haben Sie vielleicht Erfahrung mit Online-Trading oder ist das das erste Mal? Nee. Ist das erste Mal, oder? Nee. Haben Sie Erfahrung? Nee. Nee? Nee. Nee? Mm-mm. Warum sind Sie angemeldet? Für Spaß oder wie? Weiß ich ja nicht. Bitte? Weiß ich doch nicht. Wissen Sie gar nichts? Nee. Woher kommen Sie? Von zu Hause. Woher kommen Sie? Von zu Hause. Wie alt sind Sie? Warum wollen Sie das wissen? Damit ich kurz das hier speichern, dass Sie sind eine Arschloch. Und Sie sind irgendeine Kakerlake aus einer Diskothek. Verpiss dich, du Hurensohn. Oh, Sie sind aber nett, Sie komische Tante. Sie sind eine Betrügerin. Eine illegale ich? Lady, ja. Ich? Und schmutzig, ich? Sie sind besonders oh, schmutzig. Gott. Und, oh Gott. Aber eins muss ich Ihnen ja noch sagen. Wenn Sie sich an so ein Telefon setzen, dann sollten Sie sich vorher die Zähne putzen, weil Sie haben ganz schön, Sie haben ganz schön dolle Mundgeruch. Und ich finde das nicht in Ordnung, dass Sie mir einfach dazwischen sprechen, wenn ich gerade noch was mit Ihnen sage. Das kann ja nicht sein, dass Sie mir da einfach ins Wort fallen und einfach so dazwischen quatschen währenddessen. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Eines Gott ist am Apparat. Aha. Ich melde mich wegen Ihrer Schwierigkeiten bei den Auszahlungen, ja? Auf welche Schwierigkeiten? Sie haben am Finanzmarkt Geld investiert, ja? Nee. Hallo? Wunderschönen Tag, können Sie mich hören, bitte? Ja. Ich spreche gerade mit dem Herrn Galaschnikow. Nee. Bin ich falsch verbunden? Wie heißen Sie bitte? Na, also wenn Sie nicht zu mir wollen, geht sich das nichts an. Ich hab hier den Namen, Galaschnikow. Nö. Gerold. Nö. Sind Sie nicht Herr Gerold? Nö. Sind Sie nicht? Nein. Wie heißen Sie? Ja, wie gesagt, es geht Sie ja dann nichts an. Okay, wie Sie wollen dann. Falls Sie auch andere Anrufe dann bekommen, dann ist nicht meine Schuld, okay? Nun, ich irre, aber von dem Rest des kriminellen Ladens ist es die Schuld, ja. Was meinen Sie davon? Ja, so wie ich es gesagt habe. Was? Na, das. Was? Sagen Sie, wiederholen Sie es noch einmal. Ja, was denn? Was Sie gerade gesagt haben. Nö. Haben Sie nichts gesagt? Genau. Verstehe ich. Ja, mag ich. Okay. Ihre Mutter arbeitet immer noch an dem gleichen Puff? Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Ah, arbeitet jetzt auch Ihre Frau dort? Okay, ich werde mal heute da mal... Ich glaube, irgendwas muss in Ihrem Köpfchen nicht so richtig funktionieren, ne? Kann das sein? Ihre Tochter auch? Oh ja, okay, genau. Okay, gehe ich heute. Was haben Sie denn eigentlich für ein Problem? Ich werde mal heute... Sie wissen, dass man Sie für sowas wegen Beleidigung anzeigen kann, ne? Ist da immer noch die gleiche Preise? Sie machen sich gerade strafbar. Die gleiche Preise? Ah, ja, okay. Sie machen sich gerade strafbar. Was sind denn Sie eigentlich für eine minderwertige Kreatur? Okay. Können Sie mir das mal erklären? Sie sind doch absolut der Abschaum der Nation. Das letzte Dreckstückchen der Welt. Ich werde heute... Ja, genau. Du wirst mit deiner Mutter ficken und dann wirst du danach deine eigene Tochter ficken, weil du bist nämlich wahrscheinlich so ein pädophiles Schwein, so wie du dich anhörst. Ich werde das mit deinem Frau und deiner... Ja, genau, weil du pädophil bist. Ja. Ja, wenn du sagst, ja. Dann okay. Verpiss dich jetzt. Ja, verpiss dich doch selber, du rufst doch bei mir an, du Lappen. Halt die Klappe, du Hurensohn. Ja, genau. So. Genau, das soll ich mir von einem Lappen sagen lassen, oder was? Verpiss dich. Schöner Lappen, du. Okay. Hallo, Kau? Wer ist denn da? Hallo, guten Tag. Ja? Ich heiße John. Und ich rufe Sie von automatisiert Bitcoin-System. Wie geht's Ihnen heute? Wie heißen Sie? Das habe ich nicht verstanden. Jack, mein Name ist Jack. Also Sie sind Herr Jack. Sie haben sich bei uns registriert. Jetzt also ist das jetzt richtig oder nicht? Antworten Sie auch?
Ja? Also Herr Jack. Ja, ich rufe. Sie haben ein Handelskonto eröffnet, das ist kein Profil. Ja, und Ihr Nachname ist Jack. Okay, möchten Sie Ihre Konto? Antworten Sie auch auf Fragen? Nein, mein Name ist Jack Balic. Wie ist Ihr Name? Jack Balic. Balic, aha. Und warum stellen Sie sich mit dem Vornamen vor? Ja, guten Tag. Kann ich mit dir Pausenzimmer sprechen? Sie sind im Apparat. Mein Name ist Anna Spitz, ich rufe Sie von der Handelsgesellschaft. Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investing, stimmt das? Von welcher Gesellschaft rufen Sie an? Roy Investing, stimmt das? Weiß ich nicht. Es ist eine Handelsplattform und es ist eine Anzeige über passives Einkommen mit Kryptowährungen, Rohstoffen und andere. Aha. Sagen Sie bitte, haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Haben Sie vielleicht Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Was? Haben Sie vielleicht Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Ich habe da noch nicht gearbeitet. Was verdient man denn da so bei Ihnen im Goldcenter? Eine Sekunde, bitte. Guten Tag, Energiemarktmonitor. Was? Energiemarktmonitor, Herr Steiner. Es geht um Ihren Strom. Aha, was ist mit meinem Strom? Ja, Sie bekommen wieder eine neue Preisgarantie, das wird wieder neu gemacht und darum geht's. Wieso wieder? Ja, welchen Anbieter sind Sie denn momentan? Ja, wieso wieder? Das müssten Sie doch dann wissen, wenn Sie sagen, da bin ich wieder dran. Herr Steiner, haben Sie den Anbieter schon mal gewechselt, richtig? Nö. Sind Sie bei der Wattenfall? Was? Sind Sie bei der Wattenfall? Nö. Also haben Sie gewechselt? Nö. Was? Wenn Sie nicht gewechselt haben, dann sind Sie bei der Wattenfall. Nee. Das ist nämlich Ihr Grundversorger. Da bin ich trotzdem nicht. Also haben Sie gewechselt. Ja, ich dachte, Sie rufen von irgendeinem Energieversorger an. Dann müssten Sie doch das wissen, wenn Sie sagen, ich würde das jetzt wieder mit Ihnen machen. Herr Steiner, ja. Steiner, es geht um neue Strompreise. Haben Sie Interesse, ja oder nein? Sie wissen schon, dass Sie auch illegal anrufen, ne? Nein, doch. Wird den Wechsel für Sie alle. Nee, Sie haben bei mir keinen Wechsel eingerichtet. Sie lügen. Sie haben recht. Alles Sie sind klar. Ein Betrüger. Ja, genau, Sie haben recht. Schämen Sie sich. Du ja, ekelhaftes. Widerlich. Ja? Guten Tag, hören Sie mich? Ja. Ich bin leitende Beraterin Elsa Nielsen und ich möchte Sie über Kryptowährungen informieren. Oh, das haben Sie aber schön abgelesen. Was bitte? Ich sagte, das haben Sie schön abgelesen. Was? Das, was Sie gerade vorgelesen haben, hat sich richtig schön flüssig angehört. Herr Wilson, ich möchte Sie über Investitionsmöglichkeiten auf dem Kryptomarkt informieren. Ja? Verstehen Sie mir? Ja, schon so ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Herr Wilson, wissen Sie, was ist Bitcoin? Nee. Das ist eine Krypto, digitales Zahlungsmittel. Aha. Sehr interessant. Können Sie mir sagen, mit wem spreche ich gerade? Na, mit denen, den Sie angerufen haben. Sie sind David Wilson, Dennis Wilson oder Gerald Wijnaldum-Smelen? Was? Können Sie sich nicht entscheiden, wen Sie anrufen wollten, oder wie? Weil Sie haben eine Anmeldung unter unserer Webseite mit beides Namen gemacht. Nee. Das bedeutet, Sie haben sich nicht entschieden, wer bin Sie? Was? Wie? Kriminelle Callcenter an der Strippe. Also leider habe ich nicht alles gehört. Ja, das könnte an deiner fehlenden Intelligenz gelegen haben. Ach so. Ist eine solche Situation, eine solche schwierige Situation bei ihm. Es tut mir sehr leid. Ja, mir tut es auch leid da bei dir, dass du einen Drecksjob machen musst. Deine Eltern, die müssen dich ja hassen. Haben Sie einen so schweren, komplizierten Job? Also, es tut mir sehr leid, dass ich frage, was machen Sie? Hallo? Ok. Ja, hallo, schönen guten Tag, hier ist Jutta Kruse, Handelsplattform Bittrade. Sie sind ja uns leise, ich kann Sie nicht hören. Oh, so besser? Nee. Auch nicht. Und jetzt? Auch nicht. Ja, dann. Bringen Sie erstmal bei Ihrer Technik in Ordnung und dann melden Sie sich nochmal. Ja, machen wir. Hallo, schönen guten Tag. Frank Schönfeld ist mein Name. Passt gerade bei Ihnen? Was denn? Was soll denn passen?
meine ich mit Ihrer Zeit. Es geht ja um Online-Investitionen an der Börse. Was heißt denn davon? Sie haben sich gemeldet zum Online-Investitionen an der Börse, deswegen möchte er Ihnen unsere Seite vorstellen. Wo habe ich mich denn gemeldet? Bei unserer Werbungsseite beim investments.com. Aha. Kenne ich nicht. Wissen Sie nicht? Sie haben noch nie investiert? Nee. Okay. Möchten Sie unsere Informationen so telefonisch oder soll ich Ihnen per WhatsApp informieren? Weder noch. Bitte? Weder noch. Über WhatsApp, meinen Sie? Nee, weder noch. Gut. Haben Sie Computer dabei? Wie kann man einen Computer dabei haben? Ist doch zum Dabeihaben ein bisschen zu schwer, oder? Wo sind Sie gerade? Auf einem Stuhl. Okay, ich dachte, Sie liegen jetzt auf meinem Schwanz. Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Du Hurensohn. Ah, bei Ihnen scheint irgendwas gesundheitlich im Hirn nicht zu funktionieren, kann das sein? Ja, wenn du ein Notensohn bist, so funktioniert das. Ah, okay, also fehlt es an Intelligenz beim Betrüger. Was denn? Ist aber schön laut da bei euch. Sie sind mit einem Festnetzanschluss verbunden. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh. Hallo? Verpiss dich. Was? Haben Sie ein Problem? Verpiss dich. Haben Sie irgendwie eine Macke? Hurensohn. Da spricht jemand von sich selbst. Das bist du ja. Deine Mutter ist eine Schlampe. Ja, das ist ja deine Mutter, weil deswegen ist ja sowas wie du dabei rausgekommen. Aha, du Hurensohn. Nein, das haben wir doch jetzt gerade schon erklärt, das bist ja du. Du bist ein Hund. Nee, aber weißt du, was denn Beleidigungen sind doch echt langweilig. Du bist im Puff geboren, weißt du das? Ja, aber das ist doch langweilig, was du da von dir zu Hause erzählst. Jetzt wissen wir doch, wie es bei dir zu Hause aussieht. Möchtest du nicht mal was Neues erzählen? Ich bin doch dein Vater, du Hund. Ich verstehe ja nicht so. Nee, du bist kein Vater. Du bist höchstens irgendwie Abschaum oder sowas. Irgendwie wie so. Weißt du, wie du bist? Wie so dreckiger Kaugummi auf der Straße. So bist du. Ja. So, Hurensohn. Du bist einfach ein Hurensohn. Ja, und bist du. Weißt du, was du bist? Du bist Sohn einer Freudenhausangestellten. Das bist du. Du bist einfach ein Hurensohn. Nee. Der Sohn von einem Ich bin hübsch. Ich sehe gut aus. Meine Intelligenz ist... Ja, guten Tag. Wie kann ich denn weiterhelfen? Ich wollte mit deiner Mutter sprechen. Ah, der Abschaum ruft wieder an. Du Hurensohn! Ja? Oh. Ja, guten Tag. Wen hab ich denn da am Apparat? Ja. Guten Tag, Herr Steiner. Ja. Lisa Schwarz ist hier, von der Firma Kryptoinvest. Ich grüße Sie. Hallo. Ich meine, gestern, wir haben mit Ihnen telefoniert, die Verbindung war unterbrochen und dann konnten unsere Techniker das nicht hinstellen. Keine Ahnung. Wie sieht es bei Ihnen denn heute zeitlich aus? Ich habe gesehen, wir haben die Transaktion versucht zu Ende zu machen. Ja, und dann waren Sie einfach weg. Genau. Die 100 Euro, die sind nicht durchgegangen. Steht die Fehlermeldung, dass die Daten von der Kreditkarte nicht richtig eingegeben wurden. Ablaufdatum Ihrer Kreditkarte ist unvollständig, steht hier. Ja, als Sie dann weg waren, habe ich auch gehört. Ach so. Okay. Wollen wir das jetzt gemeinsam mal versuchen? Ich hoffe, dass ich nicht verschwinde. Aber heute geht es eigentlich ganz gut mit Telefon. Aha. Ansonsten, haben Sie vielleicht WhatsApp für mich? Die Steine nutzen Sie auch ein? Nee. Sie haben nur Festnetznummer, kein Handy. Ja. Okay. Ich habe Ihnen ansonsten auch ein E-Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie das erhalten haben. Keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. Noch nicht? Okay, gut. Dann schauen Sie später rein. Mhm. Herr Steiner, wollen wir jetzt gemeinsam nochmal versuchen mit der Kreditkarte, damit die Transaktion dann durchgeht? Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Haben Sie keinen...
Interesse mehr? Anfrage löschen? Ja, habe ich keinen Bock mehr. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann lösche ich Ihre Anfrage. Sie haben meine E-Mail. Falls Sie dann anders überlegen sollten, dann melden Sie sich. Ja, nee. Gut, Herr Steine, wünsche schönen Tag. Ja, ich mir auch. Tschüss. Wen hab ich denn da am Apparat? Ist keiner dran? Kuckuck. Mach dein Lex da halt fett. Ich kann überhaupt nicht verstehen, das ist viel zu laut. Okay, dann ich versuche nochmal, als kleiner Augenblick. Und danke, Steiner. Wie kann ich denn helfen? Hallo? Ja? Schön, Sie am Apparat zu haben. Herr Janik Winkler spricht hier. Ich bin der Finanzberater von Super FA und ich habe gerade gesehen, dass Sie ein Konto bei uns geöffnet haben und wollte Ihnen bei der Aktivierung weiterhelfen. Aha. Kennen Sie einen Dennis Wilson? Wie bitte? Dennis Wilson? Nochmal? Dennis Wilson? Genau. Dennis Wilson? Ja. Heißen Sie? Haben Sie gerade 5 Minuten Zeit, um das zu erledigen? Ne? Also Sie heißen Dennis Wilson? Ja. Okay. Herr Steiner? Ja? Ja, was benutzen Sie gerne? Kreditkarte oder Online-Bank? Kleine Katzen. Nochmal? Sie sind nicht Dennis Wilson, Sie sind ein Lügner. Warum fragen Sie, wer ich bin? Ich hab doch mich vorgestellt. Warum ja. Provozieren Sie? Mach ich ja nicht. Aber Sie lügen ja. Warum sagt ich Lügen? Na, weil Sie sagen, dass Sie Dennis Wilson sind. Das sind Sie ja nicht. Das bin ich ja auch. Woher wissen Sie das? Na, heißen Sie Dennis Wilson? Ja, natürlich. Aha. Und von welcher Firma aus rufen Sie an? Super einfach, Online Trading. Aha. Herr Steiner? Ja? Ja, sollen wir anfangen? Sind Sie gerade bei der Arbeit, oder? Nee. Haben Sie Feierabend? Nee. Dann lass uns anfangen. Was? Lass uns anfangen mit der Kontoaktivierung. Warum? Damit Sie endlich mal Profit anfangen zu machen, ne? Nee. Wie, ne? Ich brauch keine Profite. Dann nicht? Nee. Den Chance bekommst du nicht zweimal. Was? Den Chance bekommen Sie nicht zweimal, ne? Naja, da gibt's bessere Chancen als eure. Guten Abend. Guten Abend, spreche ich mit Herrn Sigmund. Spreche ich mit Herrn Ulrich? Mhm. Ja? Ja. Richtig? Genau. Herr Ulrich, ich heiße Lisa Schwarzki, bin Kontomanagerin Vertreter Librapros. Schaue, dass Sie sich, glaube gestern bei uns registriert haben, am vollautomatisierten Programm Bitcoin Trader, ja? Mhm. Okay? Herr Ulrich. Hallo? Ja. Also Ihr Konto ist noch inaktiv, wie ich sehe. Ich würde gerne dabei technisch unterstützen. Verstehen wir unter diesem Begriff, ja, miteinander, Herr Ulrich? Ja. Warum höre ich meine Stimme zurück? Weiß ich doch nicht. Vielleicht Lautsprecher haben Sie gestellt, ja? Herr Ulrich. Mhm. Hallo? Ja. Okay. Also, Sie wissen, dass Sie gestern bei uns registriert haben, Herr Ulrich. Mhm. Das Konto ist noch inaktiv. Ich hätte gern E-Mail überprüft, worauf ich Ihnen Zugangsdaten mit Bestätigung schicke. Das ist ella.ulrich@gmail.com, richtig? Weiß ich nicht. Hallo? Kuckuck. Hallo. Ja? Spreche ich mit Herrn Hartmut? Das ist ja mein Vorname. Ja. Sind Sie Herr Hartmut, ja? Nee. Und wie heißen Sie? Na, Herr Schimmeldöner. Mit wem spreche ich? Wie heißen Sie? Habe ich doch gerade gesagt. Und wie heißen Sie? Antworten Sie bitte, wie heißen Sie? Mit wem spreche ich? Na, das habe ich Ihnen erstens schon geantwortet und jetzt sind Sie dran. Sie rufen schließlich mich an. Wie heißen Sie denn? Wirklich? Haben Sie mir geantwortet, ja? Ja. Okay, dann machen Sie das noch einmal. Ich habe Sie jetzt nach Ihrem Namen gefragt. Bitte, wie heißen Sie? Ich habe Sie nach Ihrem Namen gefragt.
Können Sie nicht antworten, oder was? Sagen Sie bitte noch einmal, wie heißt... Hallo, ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Würden Sie die bitte nicht ignorieren? Mit wem spreche ich da? Von welcher Firma aus rufen Sie mich an? Herr Hartmut. Ich möchte jetzt von Ihnen meine Frage beantwortet haben. Von welcher Firma aus rufen Sie an und wie heißen Sie? Mit wem spreche ich? Das habe ich Sie gefragt. Herr Hartmut? Die Frage habe ich Ihnen mehrfach beantwortet. Hartmut sprechen. Die Frage habe ich Ihnen bereits mehrfach beantwortet. Es gibt keinen Herr Hartmut, das ist mein Vorname. Und so möchte ich von Ihnen nicht angesprochen werden. Und jetzt möchte ich gefälligst Ihren Namen wissen und von welcher Firma aus Sie anrufen. Okay, wie soll ich Sie nennen? Sagen Sie mir Ihren Namen bitte. Und den Firmennamen, wie heißt Ihre Firma? Oder können Sie das nicht? Sind Sie dafür zu unintelligent? Hallo, guten Tag. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Ich spreche gerade mit dem Herrn Lutz Boltemort. Vom Apparat, ja. Okay, ich bin Markus Kaik, habe ich Ihnen angerufen wegen Ihrem Handelskonto. Können Sie mich hören? Ja. Es geht wegen Ihrem Handelskonto, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ja, das sagten Sie ja bereits. Wie bitte? Ich sagte, das sagten Sie bereits. Habe ich nicht verstanden. Ja, das sagten Sie doch bereits. Was ist denn? Also, haben Sie Zeit jetzt, damit ich Ihnen informieren kann über Ihrem Handelskonto, Herr? Ja, dann machen Sie doch was. Aber Sie sagen doch nichts. Darf ich Ihnen fragen, benutzen Sie Computer, damit ich Ihnen alles praktisch erklären kann? Ich habe einen Computer, ja. Okay, Sie arbeiten durch Anydesk oder TeamViewer? Nichts mit beidem. Können Sie das Anydesk runterladen? Nee. Warum nicht? Weil Sie nichts auf meinem Computer zu suchen haben. Also, es geht wegen der Rückzahlung, Herr. Ja, was denn für eine Rückzahlung? Wo Sie haben investiert. Über Bitcoin. Aha. Wo habe ich denn investiert? Über Bitcoin. Ja, und wo? Bei Coinbase. Bei Coinbase. Und wann habe ich da investiert? Also, vermischen Sie Ihrem Kapital oder nicht? Ja, aber ich habe doch eine Frage gestellt. Wann habe ich denn da investiert? Für 2 Monaten. Aha. Sind Sie sich da sicher? Also, ich bin hier nur Ihnen zu helfen für die Rückzahlung. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Ja, weil Sie ja gar nichts beantworten können. Wie ich habe Ihnen gesagt, es geht wegen der Rückzahlung. Und es ist Ihre Entscheidung, ob Sie mir glauben oder nicht. Naja, dass ich Ihnen nicht glaube, liegt ja auf der Hand. Ja, aber dass ich Ihnen nicht glaube, liegt ja auf der Hand. Ich habe noch nie irgendwo Geld eingezahlt. Okay, in Ordnung. Hier steht eine Kapital über Ihren Namen, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ja, ist Betrug. Okay. Guten Tag, Herr Trevor, Martha Koch am Apparat. Ich melde mich wegen Ihres Bitcoin-Handelskonto. Ach, mein Neck ist mein Name, nicht und? Trevor. Das ist mein Vorname. Ja, okay, Entschuldigung, Herr Ochmonek, also ich melde mich wegen Ihres Handelskontos und ich bin hier weiter zum Helfen. Aha. Haben Sie Erfahrung mit Bitcoin? Nö. Sie haben keine Erfahrung. Genau. Also, Sie haben 2 Möglichkeiten zum Handeln, automatisch oder mit einer Roboter. Oder mit einer Roboter oder mit einer Broker. Aha. Und Sie sind YouTuber, oder? Nee. Und Sie? Nee. Tschüss. Ja? Hallo, guten Tag. Spreche ich gerne mit Herrn Voldemort? Ja, zum Apparat. Ich grüße Sie. Michel heiße ich. Ich bin Frau Sar, die Kundenberater von der Handelsplattform Bitmoon24. Herr Voldemort? Ja. Ich melde mich bei Ihnen, weil Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns. Es geht direkt um den Finanzmarkt. Also, dann muss ich mal direkt das Moment Zauberstab an der Seite packen, dass ich Sie besser höre. So, jetzt können Sie nochmal. Wie gesagt, ich rufe Sie an vom Bitmoon24, die Handelsplattform. Ja. Wegen Ihrer Anmeldung bei uns. Also, Sie sind die 24. Plattform. Gibt noch 23 andere, oder wie?
Wie bitte? Nein, nein, das ist weil Sie sagten, Name Sie rufen von der 24. Plattform an. Ja, das ist die Name von der Plattform. Ach so, ich bis dachte, das ist irgendwie so eine Durchzählung und Sie sind jetzt irgendwie die 24. die es probiert oder so. Nein. Kurze Frage, haben Sie bis jetzt Erfahrung am Finanzmarkt oder überhaupt keine? Nee, nee, gar nicht. Da kann ich noch so richtig schön verdattelt werden. Mhm. Die System ist vollständig automatisiert, Herr Rodemont. Ja. Und wir werden Sie einem Finanzexperten zuweisen, richtig Experten am Finanzmarkt. Mhm. Er ist Ihnen zu helfen, ja, und zeigt Ihnen alles. Vertrauen Sie mir, hat mehr als 15 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt. Okay. Ihr Experte ruft Ihnen ein- oder zweimal pro Woche an. Also deswegen, Sie brauchen keine Erfahrung am Bereich zu haben bei uns. Der Mindestbetrag momentan ist 250 amerikanische Dollar, das sind genau 230 Euro. Okay, das ist schnuckelig. Das ist die Startkapital. Ja. Mhm. Haben Sie ein richtiges Finanzziel oder Sie möchten die System am ersten testen mit dem Mindestbetrag? Was ist denn da besser? Also wenn Sie haben keine Erfahrung, startieren Sie mit dem Mindestbetrag, probieren Sie wie läuft, wenn gefällt Ihnen Sie können mit Ihrem Experten über alles sprechen. Ja. Okay. Und natürlich, Sie können mehr investieren, wenn gefällt Ihnen. Okay. Am ersten zwei Wochen jetzt. Unser Ziel ist, Ihr Geld zu verdoppeln. Kurze Frage, Herr Wodemont. Ja. Muss ich Ihr Alter bestätigen? Wie alt sind Sie? Ich bin 29. Okay. Und sind Sie berufstätig? Ja. Okay. Darf ich fragen, in welcher Branche arbeiten Sie? Was ist Ihr Beruf, etwas mit Finanzen zu tun? Na, also hauptberuflich teste ich Toilettenspülung, ob die noch funktionieren. Also ich fahre da zu den Leuten und drücke mal das Knöpfchen und gucke, ob Wasser läuft. Wie bitte? Ich sage, ich fahre zu den Leuten und drücke mal das Knöpfchen und gucke, ob Wasser läuft. Ach, habe ich so akustisch nicht verstanden. In welcher Branche? Na, von Toilettenspülung. Putzen? Nee, Toilettenspülung. Putzen nicht. Okay. Was machen Sie genau? Toilettenspülung testen. Mhm. Jo. Moment, bleiben Sie eine Sekunde mit mir am Apparat. Ja, kann ich machen. Danke. Herr Wodemont, momentan wir haben keine freien Plätze. Entschuldigung, vielen Dank für Ihr Interesse. Meine ich für heute. Deswegen können wir nicht Ihr Account aktivieren, weil... Wir haben keine freien Plätze mehr. Das ist ja eine interessante Lüge. So ein Quatsch habe ich aber auch noch nicht gehört. Wie bitte? Was warum, meinen Sie? Warum belügst du mich? Wie bitte? Warum du mich belügst? Ich wollte mal über was Sie sprechen. Ja, warum du mich belügen? Bitte ein bisschen serious. Was für ein Ding? Verstehen Sie mich? Nee. Können wir nicht Ihren Account aktivieren momentan? Weil warum? Wir haben keine freien Plätze mehr. Ja, das ist ja eine Lüge. Das ist ja Quatsch, dann hättest du ja gar nicht erst angerufen. Das ist ja komplett dämlich. Ich rufe sofort zurück, wenn wir haben Plätze noch. Ja, das ist ja okay. Quatsch, das ist vielen ja komplett Dank für blöd. Ihr Interesse. Ja, du bist eine Betrügerin. Illegal. Ja, du bist eine illegale Betrügerin, eine Kriminelle, die die Leute verarschen will und um ihr Geld betrügt. Das bist du. Sie bitte? Ja. Machen Sie Spaß mit mir oder? Nee, gar nicht. Ich meine das ernst, du bist kriminell. Ich sollte mal ins Gefängnis einsperren. Warum denken Sie so? Ja, weil du die Leute verarschst. ...einen Lohn zu bekommen? Wussten Sie, dass in den letzten 4 Monaten aufgrund des Krieges gestiegen sind? Autokabberung, Lebensmittelpreise, Ticketpreise sowie alle anderen Dienstleistungen, die wir täglich nutzen. Aber die Gehälter sind nur um 3-5% gestiegen. Möchten Sie versuchen, ein zweites Einkommen zu haben, das 10 Minuten am Tag von zu Hause arbeiten? Es ist einfach, nur das Internetverbindung zu brauchen, ein Handy oder PC. Wenn Sie jetzt den 250 Euro Willkommen-Bonus nutzen und Ihr Konto aktivieren möchten, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie Informationen darüber wünschen, wie Sie kleine Investitionen in die Finanzmärkte von Amazon, Bitcoin, Facebook DAX tätigen können Deutsche Bank. Tesla drücken 2. Also ich habe jetzt
2 gedrückt. Geht aber keiner ran. Mal gucken, ob da noch was passiert. Also das fällt auf jeden Fall wieder in die Kategorie ultra merkwürdig. Dann geht da nicht mal einer ran. Wie wollen denn die Leute bescheißen? Mal ganz von der Grammatik von einem Automaten abgesehen. Ist ja grauenvoll. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Dr. Nikola Storch am Apparat. Ja, bitte? Ja. So, haben Sie 1 oder 2 gedrückt? Das sehen Sie doch nicht, oder was? Ja, normalerweise bei mir so steht, dass Sie haben 2 gedrückt, richtig? Ja. Richtig. Können Sie mich hören, hallo? Ja, ich kann Sie hören. Okay, gut. So, haben Sie Erfahrung bei Online-Investitionen? Ne. Keine Sorgen, so. Darf ich Ihnen ein bisschen mehr erzählen über diesen Bereich? Ne. Ne. So, haben Sie Interesse dazu oder nicht? Nee. Okay, aber warum haben Sie 1 oder 2 gedruckt? Weil ich euch Betrüger so ein bisschen beschäftigen wollte. Bitte? Weil ich euch Betrüger ein bisschen beschäftigen wollte. Wer ist Betrüger? Doch. Einen Moment. Wer ist Betrüger? Na ihr? Ich habe nicht verstanden. Na ihr seid der Betrüger. Betrügerladen. Wieso? Warum? Ja. Weil ihr die Leute abzockt. Warum ist eine gute Frage, ja. Warum zockten ihr die Leute ab? Warum bescheißen ihr die Leute? Darf ich Ihnen fragen, warum meinen Sie, dass ich bin Betrüger zum Beispiel? Ja, weil ihr Betrüger seid. Ihr verarscht die Leute. Ihr klaut denen das Geld. Bitte, darf ich Ihnen fragen, sprechen Sie von Ihrer Vergangenheit, Ihrer Erfahrung oder was? Nö, ich spreche von Ihnen, Sie sind kriminell. Hören Sie mich? Ja, ich kann Sie gut und... Bitte beleidigen Sie nicht mehr. Doch, okay. Ihr seid Betrüger, ihr seid Kriminelle. Wenn Sie kein Interesse haben, ganz einfach aufschlagen Sie. Nö, ihr seid Betrüger und ich will eure Zeit verplempern. Kann ich Ihnen eine kleine Geheimnis erzählen? Ja, dann los. Ja, einen Moment erzähle ich Ihnen jetzt. Was? Wo ist jetzt das Geheimnis? Ist ja lustig. So, ja, hallo? Ja. Was denn? So, es ist eine so ehrliche Frage. Meinen Sie, dass ich bin Betrüger? Wo ist denn jetzt das Geheimnis? Haben Sie Erfahrung bei diesem Bereich oder nicht? Wo ist denn jetzt das Geheimnis, was du verraten wolltest? Ah, die Geheimnis, ja. Die Geheimnis ist, dass gestern am Abend ich habe deine Schwester gefickt. Ach so, das kann sein, ja. Ja, hallo? Ja, hallo, Kruse ist mein Name. Herr Steiner, ich habe hier eine Anmeldung für eine Online-Investition vorliegen. Haben Sie denn gerade Zeit? Warum sind denn Sie so leise? Oh, das weiß ich auch nicht. So besser? Nee. Aber trotzdem zu hören? Hallo? Jo. Ja. Können Sie mich jetzt besser hören? Jetzt höre ich was, ja, hallo. Ah, sehr gut. Ich habe jetzt mal den PC gewechselt. Es geht um eine Anmeldung für eine Online-Investition. Mhm. Haben Sie denn schon mal online investiert? Ja. Mit welchem Erfolg? Positiv. Das ist sehr gut zu hören. Und sind Sie aktuell noch am Traden? Nö. Warum nicht? Wenn es gut gelaufen ist? Weil Traden hochspekulativ ist, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich getradet habe. Ich habe nur online investiert. Also, na gut, habe ich von mir aus drauf geschlossen. Hätten Sie denn Interesse? Nee. Warum nicht? Gerade jetzt ist eigentlich sehr günstig, denn im Prinzip fällt alles. Ja gut, das spielt ja keine Rolle, aber Traden ist trotzdem hochspekulativ. Ja, wir spekulieren, das ist richtig. Aber man kann das Risiko halt auch immer minimieren, ne? Beim Traden kann man kein Risiko minimieren. Doch, kann man. Nee.
indem man die richtigen Signale hat und die auch gut umsetzen kann. Ja, und dann kann es trotzdem ändern und ist die Kohle trotzdem weg. Ja. Das kann keiner garantieren. Es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass ich meine Kohle nicht verliere. Das ist richtig. So. 80% aller Kleinstanleger verlieren. Richtig. Ne, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber es ist ja auch so, man kann ja auch sichere Trades machen, ne? Nee, sichere Trades gibt's nicht. Doch. Nee. Indem man vorsichtig tradet. Man kann so viel vorsichtig traden, wie man will. Wenn das die falsche Aktie oder die falsche Option war, ist die Kohle weg. Wenn man alles gleich investiert, ja. Aber das würden wir ja nicht machen. Man investiert ja bei jedem Traden immer nur einen kleinen Prozentsatz. Ja, dann lohnt sich ja nicht. Das ist richtig. Da müsste man dann schon mehr. Das würde dann auch eigentlich mit 250 Euro, um sich kennenzulernen, ne? Ja, damit brauchen wir ja nicht anfangen auf dem Handelsmarkt. Das ist ja Quatsch. Ich sage ja extra, das ist nur, um sich kennenzulernen, wie der Broker ist, wie die Plattform ist, wie sie arbeiten. Ja, aber dazu brauche ich ja kein Geld, um die Firma kennenzulernen. Wie wollen Sie denn sonst wissen, wie wir arbeiten? Ja, indem ich mich über die Lizenzen und alle Anmeldungen von der Firma informiere und dann gucke, ob die Firma seriös ist. Da stecke ich ja kein Geld rein zum Testen, das ist ja Quatsch. Das ist ja komplett hirnrissig. Ich spiele doch nicht mit meinem Geld zum Testen, um zu gucken, ob sie gut sind. Wieso nicht? Das ist ja dämlich, da kann ich mein Geld nehmen oder aus dem Fenster schmeißen, kommt aufs Gleiche drauf hinaus. Naja, nicht ganz. Na doch schon. So willst das nicht sehen. Na gut, Sie haben da also kein Interesse. Ja, nicht an sowas. Ja. Gut, dann war es das schon. Aha. Dann bedanke ich mich trotzdem ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Aha. Na dann. Hallo, schönen guten Tag, Laura Steins. Mein Name spricht mit Herrn Gerold Steiner. Vielleicht. Herr Steiner, Sie haben sich am 29.08.2021 beim Mein brandneues Smartphone online beteiligt und dadurch haben Sie Reisen in Wert von 798 Euro erzielt. Das möchten wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen lassen. Mhm. Sie heißen Gerold Steiner, wohnen in Braunschweiger Straße 77, Postleitzahl 12055 in Berlin. Sie sind geboren am 17.07.1992. Ihre E-Mail lautet geroldsteiner@mdccfon.de. Sind die Daten aktuell, Herr Steiner? Ja. Und zusätzlich bekommen Sie aufgrund der zurzeit herrschenden Corona-Situation in Deutschland noch eine schöne Karte gratis dazu und dann muss ich das Abo selber bezahlen. Mhm. Nee, wir machen kein Abo. Nee, kein Abo? Also, nein, nein, kein Abo. Aber wenn es sich automatisch verlängert, nennt man das Abo. Also Sie haben ein Reisen in Wert von 798 Euro erzielt. Das möchten wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen lassen. Das ist kein Abo. Aha. Und zusätzlich bekommen Sie aufgrund der zurzeit herrschenden Corona-Situation in Deutschland zum Zweck einer moralischen Unterstützung eine Mastercard Gold von Advantia Bank, die total unverbindlich und kostenlos ist, mit einem Startguthaben von 25 Euro geschenkt. Nach Erhalt der Karte müssen Sie dies nur einmal zur Zahlung einsetzen, dann erhalten Sie 25 Euro im folgenden Monat automatisch auf das Konto. Die Karte ist zinsfrei und dauerhaft ohne zusätzliche Gebühren. Ich trage Sie die Mastercard Gold ein. In den nächsten Tagen bekommen Sie dazu von unserem Partner Salanti GmbH eine Bestätigungs-E-Mail für den Kartenantrag. Ist das okay für Sie? Wie oft müssen Sie am Tag den Quatsch vorlesen? Ja, was denn? Hallo, guten Tag. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Miau. Das war's schon mit der Kakerlakenparty. Die Kakerlakenparty ist zu Ende. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine kleine Auswahl mit ein paar Videos mehr. Hier kannst du dir die Zeit bis zum nächsten Video gerne überbrücken.
Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.